Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch heute Straftaten zeigen, die jeder begeht, ohne es überhaupt zu wissen. Und ja Leute, ihr braucht jetzt nicht in die Kommentare schreiben, yo, sowas gibt es doch schon oder sowas ähnliches. I don't know, ich mache es auf meine Art und ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe hier so eine schöne Website gefunden, wo es auch ganz viele Sachen gibt, was Menschen tun, ohne es überhaupt zu wissen. Und oh mein Gott, Leute, die Sachen, die da stehen, ich hätte selber nicht gedacht, dass sowas überhaupt strafbar ist. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Zusehen des Videos. Ihr kennt das doch bestimmt alle, wenn ihr irgendwie als Kind an Türen geklopft habt oder so. Aber was viele nicht wissen, sowas ist eigentlich eine Straftat. Das heißt, jeder, der damals an Türen geklopft hat und weggerannt ist, hat eine Straftat begangen. Also Leute, hier steht, wer als Kind in einem Spiel jemals an Türen geklopft hat und dann weggelaufen ist, hat tatsächlich gegen ein Gesetz verstoßen. Und zwar kommt dieses Gesetz aus dem Jahre 1839 und da steht irgendwie, dieses vom Parlament des Vereinigten Königreiches beschlossene Gesetz verbot dies unter der Anordnung, mutwillig störende Personen davon abzuhalten, zu klingeln, an Türen zu klopfen oder unrechtmäßig Lampen auszumachen. Ja Leute, ihr wisst also Bescheid Leute, Klingelstreiche, Türen klopfen, ist wohl alles doch nicht so ganz legal, wie man denkt. Okay Leute, jetzt kommt was richtig Crazyhaftes und zwar einen Permanentmarker in der Öffentlichkeit mitführen. Sowas ist tatsächlich strafbar. Hier steht, es gibt eine Vielzahl von US-Staaten, die Gesetze haben, um Vandalismus und Graffiti vorzubeugen, obwohl sie oft Menschen verbieten, harmlose Objekte bei sich zu haben, wie beispielsweise Permanentmarker. Das heißt, jeder Schüler oder Lehrer auf dem Weg zur Klasse mit Markern und Haftnotizen in seinen Taschen das Gesetz brechen und für eine Graffiti-bezogene Straftat angeklagt werden könnte. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Permanentmarker in der Öffentlichkeit mitführe, dann kann ich jetzt irgendwie angezeigt werden? Oder ist das jetzt nur so in den Vereinigten Staaten? Ich weiß ja nicht. Also es gibt schon komische Gesetze, ne? Ihr hättet es nicht gedacht, aber das Autobetanken ist tatsächlich auch eine Straftat. Und zwar steht hier, den Bewohnern von Oregon und New Jersey ist es gesetzlich verboten, ihren eigenen Benzintank in ihren Autos voll zu tanken. Dies bedeutet, dass an jeder einzelnen Tankstelle Servicepersonal ist und die Fahrer davon abhält, aus ihren Autos zu steigen. What the fuck? Das Gesetz wurde geschaffen, damit ältere oder behinderte Menschen auch noch einfach tanken können und aufgrund der speziellen Sicherheitsgefahren an Tankstellen. Okay Leute, ihr wisst Bescheid, in New Jersey oder Oregon können wir unsere Autos alleine nicht voll tanken. Interessant. Leute, wisst ihr, dass Online-Glücksspiele auch strafbar sind? Und zwar steht hier, dass die meisten Menschen in den USA, die Online-Wetten platzieren oder an Fantasy-Football-Teams teilhaben, das Gesetz brechen. Nur wenige Orte haben tatsächlich Gesetze verabschiedet, um Online-Glücksspiele zu legalisieren. Und in anderen Teilen des Landes begehen die Menschen eigentlich kriminelle Handlungen. Dankeschön für den Tipp, aber hey, ich wollte eh nie Glücksspiele spielen, von dem her passt das eigentlich. Und ja Leute, das was jetzt kommt, ist verboten, aber es hat eigentlich so gut wie jeder von uns gemacht. Denn Verwendung von gefälschten Angaben auf Websites sowie Facebook, das kann strafbar sein. Und ja Leute, ihr kleinen Schlinge, habt bestimmt schon mal einen Fake-Account auf Facebook oder so gemacht. Und zwar steht hier, obwohl viele Menschen gefälschte Angaben bei der Anmeldung für Websites und soziale Netzwerke machen, kann man dadurch tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen. Mehrere Personen wurden nach dem Gesetz gegen Computerbetrug und Missbrauch dafür bestraft, gefälschte Profile auf Facebook, MySpace und dergleichen angelegt zu haben. Da das Gesetz den nicht autorisierten Zugriff auf Websites verbietet, was so ausgelegt werden könnte, dass gefälschte Angaben genutzt werden, um auf eine Website zuzugreifen. Ich weiß, ich kann nicht lesen. Aber gut, Dankeschön für den Tipp. Ich glaube, ich werde das dann jetzt wohl doch nicht mehr machen. Nein, ich benutze generell kein Facebook mehr, aber trotzdem. Tja, wir kennen das. Und jetzt noch der letzte Fakt, was glaube ich keinen von uns hier betrifft, aber vielleicht ältere oder so, ich weiß es nicht. Und zwar steht hier, dass Trunkenheit in der Öffentlichkeit auch strafbar ist. Da gibt es einen schönen Text und zwar, viele Länder auf der ganzen Welt haben spezielle Gesetze für Menschen, die an öffentlichen Plätzen betrunken sind. Dazu können sogar Orte wie Bars und Clubs zählen. Warum wird dann dort Dingens verkauft, frage ich mich gerade. Wo von Gästen irgendwie erwartet wird, Alkohol zu trinken. Zügellosigkeit kann man aber an einer Vielzahl von Orten, wie beispielsweise Alaska, als Straftat angesehen werden und kann zu einer Geldstrafe oder ein paar Tagen Gefängnis führen. Gut, ich glaube, ich werde doch nicht trinken. Hatte ich zwar noch nicht vor, aber hey, passt. So Leute, das waren jetzt ein paar Straftaten, die fast jeder von uns schon mal gemacht hat oder zumindest wollte oder I don't know. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare rein, ob ihr was davon gemacht habt, Fake-Accounts erstellt oder irgendwas gemacht habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, würde mich mega interessieren, ich antworte auch auf sowas. Und ansonsten Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung
von euch sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich heiße dort Niklas Walz. Der Name ist wie immer hier eingeblendet. Und nicht zu vergessen, ich habe jetzt ein Postfach. Die Adresse zu meinem Postfach steht in der Videobeschreibung. Das heißt, wer mir Post oder Pakete schicken will, kann einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Und dann, ja. Ansonsten, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.